rocks! Das Leiteln, 20. Folge Overland Rocks, kleines Jubiläum heute. Hype im Dimensions Tattoo. Saas, Tommy. Servus. Wie hat's dich? Gut. Gut, auch. Die? Tipptopp. Du bist Tätowierer? Genau. Seit wann? Offiziell seit 2013. Okay. Auch schon eine Weile eigentlich, gell? Ja, ein paar Jahre. Wie bist du zum Tätowieren gekommen? Es ist jetzt so, ich hab früher alle gezeichnet, oder? Und das ist aber schwierig, da irgendwas draus zu machen. Ich habe gesagt, tu mal was. Dann habe ich mich selber tätowieren gelassen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das war irgendwie so eine Kombi. Mhm. Meine Sachen machen, die ich gerne machen will, aber auch Geld verdienen damit, oder? Weil sonst kannst du sehen, ist es ziemlich schwierig. Ja, aber schon eben ein Buckel sonst, gell? Genau, ja. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bestelle mir mal ein Set und schau mal, wie das so ist und so. Mhm. Und es hat mir halt enttaugt und dann habe ich mich halt da ein bisschen eingesteigert in das. Mhm. Und wie, wenn man das nicht kennt, wie fängt man da an? Weil du brauchst ja jemanden zum Tätowieren oder irgendwas, sage ich jetzt mal. Ja. Am Anfang ist schon schwierig, sage ich mal. Oder? Da gibt es eine Übungshaut, oder? Das ist aber leicht wie Gummi. Das kannst du gleich wie den Mullkiebel hauen, oder? Weil es einfach nicht das ist, oder? Wie es sonst ist, oder? Ist anders, schon vom Tätowieren. Ja, einfach, weißt du, das ist ein flacher Gummi, ganz ein dünner Gummi. Du kannst halt da das Gefühl kriegen, wie du die Maschine hast und so weiter, aber jetzt nicht, wie man wirklich tätowiert und so, okay. Oder? Mhm. Und auch nicht, wie die Nadel in die Haut geht, oder? Das heisst, dann habe ich gedacht, okay, Schweineohren, Schweinebauch. Okay. Habe ich halt dann zwei probiert, oder? Vom Metzger gekriegt, oder? Mhm. Und das habe ich aber dann auch gleich gelassen, weil das trotzdem, das ist dort das Fleisch, oder? Die Haut, oder? Und das ist halt auch nichts. Und dann habe ich gedacht, okay, probiere an mir ein bisschen rum, oder? Mhm. Und dann nachher an mir ein bisschen rumgebastelt. Gucken gleich, oder? Hä? Ja. Nein, aber mit dem Fuß und so. Und nachher, dann habe ich dann halt ziemlich gute Kollegen gehabt, oder? Wo gesagt habe, passt, das schon mal probieren und so, oder? So habe ich halt angefangen. Ja. Wo hast du versucht, kann ich? Sure. Ja, von Jokala.
Vom Jackeler? Mhm. Ja. Servus Jackeler. Den Stern haben wir gemacht hinten. Ja. Und nachher Rot sollte das sein gewesen, schon nach Pink. Dann haben wir, glaube ich, 7-mal nachschleifen müssen. Sure. Das, ganz brutal. Schweinewaschler, hast du schon gesagt, das ist nicht wahr, oder? Das ist nicht das. Nicht wirklich, aber... Ich habe einen Kollegen, der hat sich auch selber das Knie tätowiert, eine Rakete ertragen, mal, so wie so ein Kinderzeichen, super geil. Der ist aber kein Tätowierer, weißt du, das ist einfach so. Ja. Tipptopp. Probiert es jetzt selber, geht es zum Tätowieren. Ist gescheiner. Also es fängt selber an zu tätowieren. Ne? Man, ich habe gesagt, das ist so zweischneidig irgendwie, oder? Mhm. Am Anfang hast du eh und ja angefangen. Mhm. Da, klar würde ich jetzt die Sachen heute noch einmal überarbeiten wollen, oder? Das passt nicht. Ich meine jetzt eher so, man, einer, der nicht anfangen will tätowieren, sondern zum Spaß genau. Einmal probiert. Genau. Es bleibt, denke ich. Das genau. Das geht unter Tag. Wenn du jetzt eh anfängst und probierst, dann ist es halt so. Gerne, ja. Probiert man halt das selber. Gut. Ja, hast du selber tätowiert, war die nächste Frage gewesen. Das haben wir in dem Fall eh schon geklärt. Ich habe mich auch schon mal selber tätowiert. Was hast du gemacht? Ja, leider so ein schwarzes Ding daher. Was ist ein schwarzes Ding? Das, naja, es war so, wie sagt man, eine Fläche halt, oder? Und dann habe ich mir probieren gelassen. Schon scheiße selber, weil es wert tut, oder? Ja, sagen wir so, es ist, es kommt darauf an, welche Stelle, aber zum Beispiel zum Fuß, das ist ganz gut gegangen eigentlich, weil ich war vorbereitet auf den Schmerz, das ist eigentlich vom Schmerz her ziemlich gut gegangen, muss ich sagen. Aber er ist schneller auch, oder? Also mir fucken mich her schneller, aber der Arbeit ist viel wert. Nein, so scheiße. Nein. Ich bin eine wehleidige Sau, ich bock alle 1,5-2 Stunden meistens. Das ist bei mir nicht so. Was für Tattoos machst du jetzt generell, haben wir gesagt? Machst du alles? Machst du verschiedenste Sachen? Also eher verschiedene Sachen, also mittlerweile schon viel Verschiedenes, oder? Also alles nicht. Mhm. Gewisse Sachen mag ich einfach nicht machen, wo ich gemerkt habe, es gibt andere Tätowierer, die schneller und besser sind in der Sache, oder? Okay. Aber, und noch zum Beispiel jetzt, dass ich mich auf etwas spezialisiere, das habe ich da ja verpasst, sage ich mal, und ich würde auch sagen, nicht, dass ich da nur mal auskomme, aber es ist schon, es passt so, wie es ist. Ich mache viele Sachen gerne. Mhm. Also realistische Sachen, Porträts oder generell einfach Realistik. Aber zum Beispiel auch momentan grafische Sachen und so, das taugt mir auch voll. Oder? Okay. Und wo ich angefangen habe mit dem Tätowieren, dort habe ich nachher eigentlich auch zusätzlich verschiedene Stilrichtungen vom Malen her dazu gelernt, weil ich eben dann das mit dem Tätowieren auch kennen wollen, oder? Mhm. Zum Beispiel da war, wo ich angefangen habe, war halt so Aquarellstil und solche Sachen waren halt voll in, oder? Und da bin ich halt wirklich hergegangen und nachher zuerst Aquarell gemacht und das dann tätowiert, oder? Okay. Also festlegen. Es ist ja eine Schattierung, oder? Ja, es ist ziemlich, ziemlich eine brutale, wässrige Schattierung. Okay. Ich meine halt natürlich, oder? Du machst halt die Lines auch dazu, aber halt der Effekt vom Aquarellstil ist einfach, teilweise harte Lines, aber auch brutal verwaschen und so, oder? Mhm. So halt in die Art. Und sind schon keine Ahnung, was habe ich sonst gemacht? So trashige Sachen, sketchige Sachen, ja. Und wie ist es jetzt so, wenn man, es gibt ja Leute, die haben bestimmte Wünsche, wie sie es haben wollen, oder? Kann man dazu auch kommen, dass du sagst, du zeichnest es nachher, oder wie läuft das bei dir? Also bei mir läuft es so, wenn irgendjemand kommt und sagt, okay, das will ich haben, dann sage ich, okay, so genau mache ich es nicht. Ich mache etwas Neues, also bis jetzt, also wie gesagt, ich tue nicht kopieren, ich gehe her und schaue, dass ich die Sache für die Person mache und ich mache sie aber auch kein zweites Mal, oder? Deswegen, eins zu eins mache ich nichts, es gibt keine Katalog-Sachen, oder? Sowieso nicht, oder? Und dann ist so, die Zeichnung wird auf den Termin vorbereitet, die Leute kommen, wenn es passt, wird es gemacht, wenn nicht, dann muss man halt noch mal kurz warten, Veränderung, ja. Okay, ja. Gut. Wenn ich einen Termin brauche bei dir, komme ich vorbei oder ruf dich an, oder? Ja. Okay. Nummer bleibt mir noch ein. Das passt. Du bist wo da im Studio? In Brugge. In Landeck. Ja. Das ist da Richtung, sagt man denn? Paznaun, oder? Fast schon. Ja, fahr Grins, Bians, Paznaun. Also wenn man Landeck steht, in der Richtung Anton, ja. Passt. Gibt es ein Körperteil, das du noch nie tätowiert hast? Gesicht. Okay. Also Gesicht, Kopf und natürlich ein Penis, was aber nicht passieren wird. Das ist nicht, oder? Nein, es gibt Leute, die haben einen Schwanz tätowiert. Hab ich gesehen? Also? Ja, Katastrophe. Oh, je. Das will ich nicht, gell?
Aber das ist schon eine Woche, oder? Nein, muss nicht unbedingt sein. Nein. Okay, ja. Aber sind schon eigentlich schon ziemlich alles, oder? Kann man so sagen. Ja, viel. Mhm. Was war das längste, was du geguckt bist bei der Tour? Das war 9 Stunden. 9 Stunden durch, oder? Ja, schon mit Pausen, oder? Aber halt die Session war 9 Stunden. Ja. Ein ziemlich, brutaler Typ wahrscheinlich gewesen, oder? Ziemlich ein toughes Mädel. Ja, okay, das haben wir eigentlich. Alles klar, super, ja. Kannst du uns kurz erklären, wie das Tattoo-Maschinenmäßig läuft? Also es geht jetzt mehr um das, man hört ja immer, das klingt ja wie beim Zahnarzt und das ist brutal und das tut man weh auch noch. Mhm. Wie funktioniert denn so ein Ding? Was ist denn das genau? Spurle oder so? Ja, die alte, also die ältere Variante von Tattoo-Maschinen sind zwar Spurle und das ist wie, wie die alte Klingel, oder? Das ist, da wird ein Magnetfeld aufgebaut, oder? Wo quasi den Hebel oder den Metallteil zuzieht und wieder loslässt. Zu, so, so. Und durch das, eben halt natürlich voll schnell und durch das ist das Geräusch. Mhm. Die andere Variante sind also halt die Elektromotoren, die Rotarimaschine. Das ist halt einfach ein Elektromotor, wo durch, wie sieht man denn da, wie so ein Pleuel quasi so bewegt wird und durch das die Nadelfahren zurückbewegt wird. Oder? Mhm. Und ein Gaspedal gibt es auch? Gibt's mittlerweile aber auch ohne. Ja, wie tust du da? Dunkeln auf der Maschine? Und ab. Ah, an und auf. Okay. Einfach halt so, aber sonst ist das komplett das Gleiche. Ich kann noch verringern. Ja, sicher nicht. Aber da ist halt, das ist lästig mit den Kabeln und so am Boden und so, oder? Gibt es nicht Bluetooth-mäßig? Es gibt Bluetooth nicht, aber es gibt sogar schon Akkumaschinen. Okay. Was aber komplett Blödsinn ist, oder? Denke ich mal auch, ja. Ich habe mal erklärt gekriegt, oder mal gehört, so 4000 Stich pro Quadratzentimeter, das kommt hin, oder? So in der Richtung, weißt du das? Also ich muss ehrlich sagen... Das hat man mal einmal erzählt, der Bier. Wie 4000 Stich pro Quadratzentimeter, wenn du jetzt eine Fläche machst? Also da muss ich ehrlich sagen, so genau weiß ich es nicht. Ja, ungefähr. Aber ich schätze jetzt abwegig, oder? Das kommt wahrscheinlich hin. Schön. Es sind schon einige Stiche. So. 2, 3. Ja. Nein, aber schau, seid ihr so, oder? So genau kann ich das nicht sagen, oder? Das ist ja zum Beispiel der Unterschied zwischen der Spulenmaschine und die Elektro, zwischen der Rotarimaschine. Mhm. Wo ich die Prüfung gemacht habe, oder? Das musst du alles wissen, oder? Aber ich habe ehrlich gesagt, die Spulenmaschine habe ich am Anfang nicht verstanden, oder? Da hast du nachher Federn, oder? Wo du kannst fahren und zurück machen. Mhm. Ich habe das dort nie verstanden, was das überhaupt für eine Auswirkung hat, oder? Ja. Und es ist auch vom Gewicht her anders. Das heisst, wo ich dann gewusst habe, es gibt Rotarimaschinen, bin ich dann eigentlich ziemlich gleich umgestiegen. Mhm. Wo ich aber jetzt wieder zurück möchte, oder? Weil es für die Linien her anscheinend einfach viel besser ist. Mhm. Bessere, saubere Linien und weniger Hautverletzungen und so, oder? Mhm. Aber ich sehe da ich keine Schule gemacht habe fürs Tätowieren, bin ich alle noch am Lernen, oder was das anbelangt, oder? Okay, du hast aber durch eine Prüfung machen müssen. Weil sowieso, ja. Sei sowieso. Ja. Schuhe gibt es eigentlich so in dem Sinne nicht, oder? Nein, gibt es nicht, nein. Nicht wirklich. Mhm. Also im Grunde musst du das Learning by Doing machen. Ja. Learning by Doing, oder du hast halt einen Meister. Mhm. Ich kann auch von mir reden, ich möchte mit dem Gerücht anrahmen, dass Tätowieren nicht schmerzhaft ist, weil es ist nicht mehr schmerzhaft. Ich bin aber auch wehrleidige Sau, muss ich sagen, weil es liegt an dem. Es gibt wirklich Leute, die tätowieren, es tut nichts. Weiß nicht, ob die reden oder also, was. Also mir hat das allen weh, egal wo, muss ich dazu sagen. Ich bin froh, ich finde es geil, aber ich bin froh, wenn der Scheiß vorbei ist, wenn es da an. Das längste war, glaube ich, 4,5 Stunden und dann war ich Ende Gelände. Mhm. Ja, man sieht jeder so. Ich muss sagen, ich bin, sagen wir durch das, die Sachen, die ich gekriegt habe, wenn es von meinen Kollegen sei, wahrscheinlich ist es meistens so, dann kann ich sagen, hey, machen wir das nächste Mal weiter und so, oder? Ja. Ist das dann anders, als wenn du, sag ich mal, ein Tätowier hast, wo du 2 Jahre drauf wartest und auf einer Convention und du weißt, okay, nächster Termin ist erst in 2 Jahren, da beißt es schon nachher sicher länger durch, oder? Sein, ja. Und es kommt alle darauf an, wie soll ich sagen, wie die Leute an die Grenze gehen wollen und wie man es tut, oder? Ich muss auch sagen, ich habe nach ein paar Stunden auch keinen Bock mehr, oder? Ist einfach so, oder? Du jetzt selber, oder? Ja, wenn ich selber tätowiert wäre, musst du dann ja nach, sage ich mal, keine Ahnung, nach 3-4 Stunden mag ich schon rum. Ja. Und dann ist aber schon was, wenn du schon rum magst, dann ist das halt alles eine Aussitzögerei, oder? Und, genau. Stimmt.
Andere Frage, wie wichtig ist Muse für dich jetzt? Beim Tätowieren oder beim Malen und so? Ziemlich wichtig ist das für mich eigentlich, weil gleich wie beim Malen oder beim Tätowieren, wenn ich keine Muse hätte, würde ich ein bisschen durchdrehen. Das heisst, es ist halt voll die Entspannung, oder? Mhm. Wusst, was für ein Sound gerade läuft, oder? Und es ist. Okay. Ja. Es ist inspirierend, oder? Wenn du malst und du hast keinen Sound. Ich meine, habe ich auch schon gehört, dass ich mal gemalt habe und ohne Muse, aber meistens läuft der Muse, oder? Beim Tätowieren und so, oder? Ist eigentlich alle Muse, oder? Braucht man ja. Brauche ich dringend, ja. Das war jetzt so das Thema Musik, gell? Du hast ja auch für Silius das Logo gemacht. Mhm. Servus Silius. Servus Silius. Leitl. Wie kommt es dazu? Haben die dich gefragt? Hast du das selber gemacht? Oder nein, sie haben mich gefragt, oder? Mhm. Ich meine, wir haben auch ein paar Sachen schon mal gemacht, oder? Mhm. Logos und so weiter, jetzt nicht so viele, aber früher schon ein paar Sachen, zum Beispiel auch für Rockin habe ich auch mal etwas aufgefrischt, sage ich mal, oder? Die haben ja das Logo drauf und die haben für dich jetzt mal was haben wollen. Servus Rockin, Servus Rockin. Ich bin mir nicht sicher, was zuerst war, oder? Aber wir haben sie halt angeschrieben und gefragt, ob ich ein Logo machen kann für sie, oder? Mhm. So ist das halt dann zustande gekommen. Okay, cool. Cool warm, ist geil. Danke. Hast du schon mal ein Eintrittskarten gekriegt? Deswegen? Ja. Ich war jetzt so spontan reinkommen. Hast du gekriegt, ja, passt. Gut gemacht. Du machst auch Sticker? Momentan ist gerade was in Arbeit, ja. Cool. Kriegt man bei dir da im Studio wahrscheinlich, oder? Mhm. Du sind auch noch, ich meine, wir haben gehört, du malst auch, das warst du nach wie vor noch drin, oder? Mhm. Jetzt wenn mal. Ich Zeit dafür habe, ja. Ja. Und andere Art von Kunst? Bildhauermäßig oder sonst schon was? Ja, Weg, ja, was heißt momentan bin ich, also was heißt momentan, ich habe letztes oder vorletztes Jahr mit angefangen zu modellieren. Okay. Und nachher auch gießen. Mhm. Also in Modellieren ganz normal und nachher Epoxyharz oder Betonguss Sachen machen, so wie die Sachen da und oben die. Film mal lachen, ne? Die goldene Prinzessin. Okay. Ja. Ja, cool. Ja, weil man ist ja als, ich sage jetzt mal, nichts gegen Steve jetzt, gell, aber als Bierser ist man ja jetzt natürlich der Künstler von eher Stecher, sage ich jetzt mal. Also Biersig eigentlich. Aber auch das ist irgendwie Kunst, lassen wir es mal so stehen. Aber als Tätowierer ist man halt echt schon eher mehr der Künstler, sage ich mal. Ja. Muss fast sein, ja, meiner Meinung nach. Ja. Weil, es gibt sicher auch welche, die machen Auftragsarbeiten, die stechen die Linien so, wie sie sein müssen, Fertigpunkt. Ja. Hat die jetzt anders eingeschätzt? Weil du auch erzählt hast, so. Sagen wir so, ich versuche schon, meine Sachen mit einfließen lassen, oder? Ja. Es ist, weißt, oft muss ich ja sagen, schon mit dem, wie ich angefangen habe mit dem Malen, habe ich lange Zeit Probleme gehabt, weil ich das, was ich gemalt habe, hat mir nicht gefallen, oder? Okay. Und wie gesagt, und andere Leute hast du gezeigt, ne? Ja, sagen wir so, früher, die Sachen, die habe ich gar nicht hergezeigt, oder? Ich habe früher, muss ich sagen, ich war früher so eingestellt, oder? Wenn ich ein Bild an einem Abend nicht fertig gemacht habe, dann ist es verschmissen, weil ich einfach unzufrieden war. Da war es jetzt eine Anekdote, Geschichte. Schon, oder? Ich habe einen Künstler interviewt, die Köfler. Ja. Er hat gesagt, er fängt auf das Bild an malen, dann liegt es 10 Monate, ja. Und dann findet er den Zugang wieder. Ja. Eben, genau, ja. Und genau das habe ich lernen müssen, oder? Ich meine, Geduld ist extrem wichtig, was das anbelangt, oder? Ja, denke. Und ich muss auch sagen, wie gesagt, da bin ich auch, da habe ich einfach den selber mal, ich muss ehrlich sagen, Schwierigkeiten gehabt, oder, dass das einfach fertig wird in den Arbeit. Und da ist aber nichts zustande gekommen durch das. Jetzt ist schon, jetzt kann ich sagen, wie gesagt, ich habe mehrere Bilder auch. Ja. Kann sein, dass ich die anfange und dann, keine Ahnung, jetzt momentan habe ich eins daheim liegen, das habe ich vor 2 Jahren mal angefangen. Und das wird jetzt dann mal wieder weitergemacht, oder? Ja. Ist aber komplett jetzt. Wurscht für mich, wenn es halbfertig da oben liegt, oder? Mhm. Aber dazu mal war es halt, das war, keine Ahnung, war, sagen wir mal, von 15 Jahren oder so, oder? Da habe ich halt auch lernen müssen, oder? Und weil auch einfach so ein Bild und Prozess ist und viel, keine Ahnung, viel Zeit in Anspruch nimmt, oder? Gut, hast du auch Gasttätowierer, Gastbierser? Nein. Denkst du, dein Studio, wo du... Das ist mein Studio und ich bin alleine. Früher waren ja mehr so die Häfenbrüder und die Seemänner tätowiert. Mhm. Kennt man ja, das war in die, sag jetzt mal, die 50er, 60er Jahre.
Danach hat es dann langsam angefangen, so mit der Rocker-Szene oder Biker-Szene, so in die Richtung. Mittlerweile ist es ja fast schon so, dass, wenn nicht tätowiert bist, die Leute blöd anschauen. Sag ich mal so. Geht mit ein bisschen wieder zurück, es war eine Zeit lang mehr, so Anfang 2000 ist mir vorgekommen, ist das ein bisschen größer gewesen wie jetzt. Ja. Jetzt ist es mehr so in die Szenen abgewandert, kommt man vor, auf so die Geschichten, oder? Tätowieren. Kommt natürlich auch von was du tätowierst, aber jetzt rein, haben wir schon oft geredet, die Metal-Szene ist fast jeder tätowiert. Außer der Didi, der Metal-Didi. Wie siehst du das? Ich meine, sagen wir so, ich finde, wie gesagt, da hast du natürlich recht, oder? Das wird, es ist mehr geworden, oder? Natürlich, wie gesagt, ja noch, wenn du mit Leuten redest, oder ich erst vor kurzem mal vorbei und gesagt, okay, von ihm, der Opa hat Tattoos gehabt, oder? Und wie du sagst, oder? Früher war es halt wirklich so, dass wenn du im Knast warst, hast du ein Skett und so, oder keine Ahnung, oder Seemänner, keine Ahnung. Aber eben, das hat, dann ist dann, oh, wie du sagst, schon lange Zeit nichts gewesen. Und dann mehr. Und jetzt, weil viele sagen alle, okay, der Boom und so, oder? Ich habe mir dann gedacht, okay, nein, ist eigentlich kein Boom, aber irgendwie ist schon, es ist mehr geworden, oder? Und es wird mehr. Und es, meiner Meinung nach, mittlerweile ist es einfach so, egal wo du arbeitest, ob du jetzt, sei es in der Bank oder eine Hausfrau oder, keine Ahnung, ein Lehrer oder sind schon was, da gibt es keine Sparte mehr, wo nicht tätowiert ist, meiner Meinung nach, oder? Ja, sicher. Jetzt auch in unserer in dieser Generation finde ich jetzt, oder? Es gibt schon noch Bauten, wo es schwierig ist, sag ich mal. Also ja, haben schon Bank am Schalter jetzt noch wenige gesehen mit der Du. Nicht offensichtlich, aber die sind ja trotzdem. Das stimmt, ja. Sowieso ist halt schon, also sicher ist halt nicht jetzt komplett offensichtlich tätowiert, aber jeder, fast jeder hat ja irgendwo eine Kleinigkeit, oder? Ja. Und es merkt man vor, dass es einfach. Ja, ein bisschen gesellschaftsfähiger geworden. Ist es schon geworden, finde ich schon, ja. Ich habe jetzt vorgestern einen geilen Post gesehen im Facebook. ThyssenKrupp, schon eine große Firma. Hat einen Post gemacht, heute ist Tag des Tattoos oder irgendwas war da, keine Ahnung. Und wir feiern die Tattoos für unsere Mitarbeiter. Und vor allen Dingen in Dessen haben sie jetzt reingetan, wo eine Maschine von ThyssenKrupp sich selber definieren stellt. Okay. Voll geil, aber weißt? Geiles, ja. Zeichen, oder? So eine große Firma, das öffentlich auch macht, oder? Finde ich cool. Also, das ist echt eine super Sache. Piercing und Tattoo sind schon ziemlich miteinander verwurzelt, sage ich jetzt einmal, oder? Schon, ja. Viele, die tätowiert sind, sind auch gepierst und umgekehrt, kenne ich halt viele. Ja. Selten einen, der nicht tätowiert ist oder kein Piercing hat, ja. Außer der Didi. Jetzt lassen wir das, entschuldige Didi. das habe ich in Steve auch schon gefragt, wie siehst du das, szenetechnisch? Ist das ja, auch so, oder? Sagen wir, ja, finde ich schon, oder? Ich mein, ist ja eine gewisse Art von Körperkult, oder? Halt, finde ich schon, oder? Ja. Ich mein, das gleiche eben wie Piercings oder Tunnel und so weiter, oder? Und Tattoos, finde ich, das, eben, das ist irgendwie, das greift ineinander irgendwie, oder? Genau. Und natürlich gibt es andere Sachen auch noch und so weiter, oder, aber es ist bei uns weniger. Aber ich kenne es so, ich habe es alle so schon gesehen, dass die zwei Sachen irgendwie gut zusammenpassen. Ja. Genau, sicher auch so. Gut, dann kommen wir eigentlich eh schon zum Ende des Ganzen. Kann man die auf sozialen Medien finden? Ja, findet mich. Auf Facebook, auf Instagram. Ja, einfach gleich anschreiben. Du meinst ein Tattoo, oder? Du meinst ein Tattoo, ja. Nummer, wie gesagt, blenden wir nochmal ein. Gerne. Willst du noch etwas loswerden? Willst du die Leute noch grüßen? Willst du noch grüßen? Willst du noch was sagen? Nein, grüße nicht, aber danke an gewisse Leute, wie meine Kollegen. Die, ja, ohne die war ich nicht da, wo ich bin. Da, wo ich können probieren und so. Coole Sache. Thanks. Ich sag danke fürs Interview. Coole Sache gewesen. Hat mich gefreut. Mir auch. Das war jetzt, wie ich davor schon gesagt habe, die 20. Folge Overland Rocks. Ein kleines Jubiläum für uns. Wir haben uns noch ein bisschen was überlegt. Ich habe von den ganzen Interviewpartnern so ein paar Sachen gekriegt zum Verschenken. Wir werden es aber mit einem Gewinnspiel aufziehen für euch. Ja, ich werde mich dazu einfach melden in nächster Zeit in Facebook und dann erkläre ich euch genau, wie das Ganze läuft. Ich möchte mich jetzt schon mal bedanken für die Hammer-Unterstützung. Wir haben jetzt mal die 20.000 Views geknackt im YouTube. Geile Sache, echt coole Sache. Und vielen, vielen Dank von da. Gut,
Das war die 20. Folge. Overland Rocks. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Overland Rocks!